Tim, Glückwunsch zum 3:0 Heimsieg gegen die Wormatia Worms. 3 Tore habt ihr selbst geschossen, 0 habt ihr gefangen. Gibt es da noch was auszusetzen? Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben Fortschritte gemacht im eigenen Ballbesitzspiel im Vergleich zu der Vorwoche noch in Trier. Das hat uns sicherlich gut gefallen. Es gab aber eine Durchhängerphase so zwischen der 20. und 30. Minute. Plus wir sind auch nicht so gut aus der Halbzeit rausgekommen. Da haben wir zu viel zugelassen insgesamt. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen. Ja, Timo Hildmann hat von Anfang an gespielt, Maxim Emmerling und Matteo Costa wurden ebenfalls eingewechselt. Wie zufrieden bist du denn mit den Nachwuchsspielern? Ja, sehr, sehr. Also wir machen echt richtig, richtig gute Arbeit bei uns im Nachwuchsleistungszentrum schon die ganzen letzten Jahre. Man sieht das auch an der Durchlässigkeitsquote, die wir haben. Ich glaube, die ist bärenstark, mehr als vorzeigbar. Wir haben letztes Jahr schon Timo Hildmann mit seinem ersten Einsatz gehabt. Er hat auch schon in Offenbach letztes Jahr im Pokal von Beginn an gespielt und hat das immer ordentlich gemacht. Jetzt mit Maxim nochmal jemand Neues, der sein Debüt gegeben hat, der auch einen sehr ordentlichen Auftritt hingelegt hat. Jetzt hast du ja den Pokal vom letzten Jahr schon angesprochen. Morgen geht es ja nämlich auch im Pokal passenderweise weiter. Es ist nämlich soweit, der FSV spielt gegen den UFC. Eine sehr wichtige Partie, würde ich behaupten. Was erwartest du denn für ein Spiel? Ja, sicherlich Derby-Charakter, sehr kampfbetont, sehr intensiv geführtes Spiel von beiden Seiten. Ja, wo alles drin ist. Mein Pokalspiel, Halbfinale zu Hause gegen Kickers Offenbach, ich glaube, was viel Besseres gibt es nicht. Ja, die Serie im Vorfeld, die wurde ja immer wieder angesprochen. Auf die letzten Spiele schaut man aus FSV-Sicht ja sehr gerne, würde ich sagen. 22 Punkte aus den letzten 8 Spielen, so die Ausbeute. Erster der Rückrundentabelle, besser könnte es also kaum laufen eigentlich. Steht der Sieger bei so einer Statistik denn eigentlich schon fest oder wäre der Sieg doch zu schön, um wahr zu sein? Also er steht auf gar keinen Fall fest, aber trotzdem wird das, sicherlich haben wir eine gute Ausgangssituation. Ich glaube, wir sind gut drauf, das bestätigen die ganzen letzten Wochen auch die Ergebnisse. Heißt aber nicht dementsprechend, dass jetzt ein Selbstläufer wird oder irgendwas dergleichen. Es wird einfach ein sehr intensives, offen geführtes Spiel von beiden Seiten, was sicherlich alles mitbringt, auch vom Ausgang her. Natürlich wollen wir das Spiel ziehen und wollen ins Finale einziehen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir das erreichen können, aber wir müssen ans Maximum kommen, müssen richtig, richtig guten Auftritt im Kollektiv hinlegen und dann hoffen wir, dass wir ins Finale einziehen. Dann wünsche ich euch doch viel Erfolg dabei und danke für die Analyse. Danke. Gute Show, Glückwunsch und also noch ein Sieg gegen die Wormatia Worms. Wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, wir haben seit 8 Spielen nicht mehr verloren, aber jedes Spiel zu gewinnen ist nicht so einfach. Ja, deswegen freue ich mich über den Sieg. Ja, ich spiele immer für FSV, um zu gewinnen. Auf nächstes Spiel will ich mein Bestes geben. Ja, du spielst nicht nur immer für den FSV, um zu gewinnen, sondern generell auch in jedem Spiel bisher, denn du kamst in deiner bisherigen Saison hier beim FSV in jedem Spiel zum Einsatz. Wie zufrieden bist du denn mit der aktuellen Saison? Ja, ich denke, ich hatte mehr Tore schießen und Vorlagen geben können. Aber wir haben noch 5 Ligaspiele und den Pokal. Ja, da werde ich mein Bestes geben. Ja, du sagst es, die Saison, die läuft ja noch. Mhm. Und die würde ja sicherlich mit einem Sieg gegen den UFC noch einen Ticken verschönert. Was nimmst du dir denn für die kommende Partie vor gegen den UFC? Nächstes Spiel ist gegen Offenbach im Pokal. Ja. Wir haben in dieser Saison gegen Offenbach 2-mal verloren. Ja, deswegen müssen wir gewinnen, dann ins Finale gehen. Ja, wir sind das schon bereit. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg dabei und danke dir. Ja, danke schön. Gute Noah, 13-0 Heimsieg gegen Worms. Als Verteidiger ist es damit sicher nochmal besonders interessant, dass man da zu 0 gespielt hat. Wie sehr hat dich das denn gefreut? Gute. Ja, es hat mich sehr gefreut. Wir konnten unsere Siegesserie ausbauen, konnten hier vor heimischem Publikum gewinnen. Zu 0 spielen, das ist für mich als Verteidiger auch immer sehr wichtig. Also ich denke, es waren einige positive Aspekte da am Freitag. Ja, als Kapitän kannst du uns vielleicht mal auch einen kleinen Einblick ins Stimmungsbild der Mannschaft geben. Wie gut gelaunt ist denn die Mannschaft aktuell? Gerne. Bei uns in der Kabine ist gerade auf jeden Fall eine positive Stimmung. Ist ja logisch, es läuft gerade sportlich. Ich denke, wir sind aber von Anfang an der Saison gut zusammengewachsen. Wir sind ein wirkliches Team und schon in der Hinserie war bei uns eine gute Stimmung in der Kabine. Und jetzt zahlt sich das auch sportlich aus, das freut mich natürlich.
Ja, sportlich geht es auch morgen direkt weiter, denn das ist das nächste Spiel gegen den UFC. Es ist das Hessen-Pokal-Halbfinale, das steht nämlich an. Das letzte Spiel, das ging 0-1 aus, der Siegtreffer fiel in der 95. Minute. Wie groß ist denn da die extra Motivation, diesmal als Sieger vom Platz zu gehen? Riesig, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon zweimal diese Saison gegen Offenbach gespielt und konnten leider beide Male keine Punkte holen. Umso größer ist jetzt die Motivation, im Pokal-Halbfinale weiterzukommen. Da gibt es keine Punkte, aber geht es eine Runde weiter. Es ist ein wichtiges Spiel für den gesamten Verein, aber auch für uns Spieler. Und die Motivation ist riesig. Ja, apropos extra Motivation, gestern beim Mannschaftstraining waren ja auch ein paar Fans der aktiven Fanszene da und haben ja auch ein schönes Banner aufgehangen. Inwiefern kann sowas eine Rolle spielen? Kann das auch letztendlich vielleicht sogar zum Sieg führen? Ja, es ist, denke ich, nochmal vielleicht ein extra Push für manche Spieler, eine Motivation. Es zeigt auf jeden Fall jedem Spieler, wie sehr alle hier im Verein und um den Verein herum sich auf das Spiel freuen, wie wichtig das Spiel ist. Ja, bringt es nochmal den Jungs hautnah rüber und wir hoffen, dass wir dann am Ende uns und die Fans belohnen können morgen. Dann wünsche ich euch doch viel Erfolg dabei und danke fürs Gespräch. Dankeschön.